Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal schon wieder ein Neuzugänge. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wenn ich das letzte hochgeladen habe. War das noch? Ja, diesen Monat kann es nicht mehr gewesen sein, aber so allzu lange ist es nicht mehr her. Ich habe 5 Bücher gekauft, auch wenn ich irgendwie 4 von den 5, 3 von den 5 Büchern, die hier liegen, irgendwie eigentlich gar nicht. Das waren so Zufallskäufe. Und ja, aber ich habe gedacht, 5 Bücher reichen hier aus, damit ich euch nochmal Neuzugänge machen kann, weil sonst vergesse ich das eh wieder und nehme die nicht und keine Ahnung. Und ja, ich nehme das jetzt hier immer noch auf in dieser Woche, wo die Franzosen da waren. Also meine Französin ist schon weg, aber ich bin immer noch ein bisschen krank und ich bin immer noch auch ein bisschen heiser. Deswegen nicht wundern wegen meiner Stimme. Und ja, dann fangen wir auch gleich an. Das erste Buch habe ich mir gekauft wegen, weiß Bescheid und so. Büchergewusel. Closer von Don Cortez. ich weiß nicht, wer ihn so abonniert hat und so. Das ist übrigens, ja, von Medimops. Deswegen sieht das nicht so wunderschön aus. Also hier hinten ist nicht so schlimm. Da ist eine Leserille. Hier ist die Ecke ein bisschen abgeknickt und sonst ist es relativ vergilbt. Aber das ist ja relativ egal, weil ich will ja eigentlich die Seiten innen drin lesen. Sie sehen eigentlich ganz gut aus. Ist ja gerade geknackt. Ich habe Angst, wenn ich mit solchen Büchern umgehe. Das Coole ist, hier hinten, das sieht sowieso schon so dreckig aus und so blutig und so, deswegen sieht man den Dreck hier drauf wahrscheinlich nicht. Naja, also ja, da hat mich ja Büchergewusel so heiß drauf gemacht, weil er meinte ja, das ist so total brutal und tiefgründig, beziehungsweise tiefgreifend und total cool. Und es geht ja hier drin darum, dass ein Serienkiller Serienkiller umbringt sozusagen. Also, ja... Weil Jack seine Familie durch die Hand eines Killers verloren hat, jagt er jetzt Killer. Das heißt, ja, er wird zum Serienkiller für Serienkiller. Einige von euch kennen vielleicht die Serie Dexter. Das ist sozusagen das... Also es gibt ja auch ein Buch oder Bücher zur Serie Dexter, aber das ist so in etwa das Gleiche. Denke ich mal. Also wie gesagt, gelesen habe ich es ja noch nicht, weil es ja Neuzugänge und so, ne? Ist klar. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an und das Cover gefällt mir auch und Büchergewusel hat eine tolle Rezension dazu gemacht und deswegen musste ich das einfach haben und ja, ne, das habe ich mir dann ja auch für günstig Geld. Habe ich mir das ersteigert oder war das ein Sofortkauf? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Das war ein Sofortkauf. So, dann ein Buch, das ich glaube ich auch schon etwas länger... Ich glaube, das hatte ich schon. Bevor ich die ganzen anderen Bücher gekauft habe. Ich hatte das aber nicht mehr im Neuzugänge drin. Also es ist Ghostman von Roger Hobbs. Oder Hobbs. Und ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ihr das Buch schon kennt. Falls ihr das Buch schon kennt, tut es mir leid, dann spult ihr bitte vor. Falls ihr es noch nicht kennt, in diesem Buch geht es darum, ja, um den Ghostman. Der hat den Job für Kriminelle, andere Leute, Verbrecher und Räuber. Ich weiß nicht, ob er das auch für Mörder machen muss. Auf jeden Fall für Verbrecher und Räuber, die Spuren zu verwischen, also so Patronen aufsammeln. Hier zum Beispiel in dem Bild ist gezeigt, wie hier die beiden weglaufen und hier aber ganz viele Patronenhülsen liegen lassen und sowas. Und er muss halt als Ghostman diese Sachen verschwinden lassen, damit die Verbrecher dann halt nicht geschnappt bzw. zurückverfolgt werden können. Und er selbst muss dabei natürlich auch keine Spuren hinterlassen, deswegen ist er der Ghostman, weil man sieht ihn eigentlich nie und ja, er verwischt halt nur die Spuren. Und hier geht es darum, dass ein Casino-Raub, ich habe ein Casino ermordet, Entschuldigung, ein Casino-Raub dann halt ist und er muss im Binnen von 48 Stunden, ja, das dann alles verwischen, aber auf ihn ist, glaube ich, auch noch ein Kopfgeld ausgesetzt, weil er halt irgendwie nicht so gut irgendwas hat er gemacht und ja. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich habe die ersten paar Seiten gelesen, da wurde der Casino auch beschrieben, beziehungsweise wurde beschrieben, wie man das Casino wohl ausrauben würde. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß natürlich nicht, ob sich das jetzt irgendwie durch das ganze Buch zieht oder nicht, aber das Cover finde ich irgendwie sehr schön. Und hier von der New York Times steht auch ein verdammt heiß, rasanter Thriller. Autofokus. Könnt ihr das lesen? Ja, ne? Und ja, also
Da muss ich mal gucken. Hört sich auf jeden Fall ganz gut an. So, dann kommen wir zu den Hardcovern. Das ist ein Hardcover, das ich auch bestellt habe, ersteigert habe bei eBay. Und zwar ist es In einem Boot von Charlotte Rogen oder... Ne? Okay. Und ja, es ist ein kleines Buch im Vergleich zu dem hier. Das ist ja normalerweise... Naja. Ich zeige euch mein nächstes Buch erst. Das müssen wir dann gucken. Auf jeden Fall, ja. Habe ich das bei irgendwem gesehen, dann habe ich mir das mal angeguckt und die Story hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Es geht darin darum, dass, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Grace Winter ist auf einem Schiff, glaube ich. Und das, da passiert dann irgendwas, so à la Titanic mäßig, und das Schiff geht unter. Und sie kommt irgendwie auf ein Rettungsboot. Oh, meine Haare. Sie kommt auf ein Rettungsboot, aber eigentlich soll sie da nicht raufkommen. Also ich glaube, die Plätze für das Rettungsboot sind irgendwie schon besetzt, aber ihr Mann kauft ihr dann noch einen Platz auf dem Rettungsboot. Die anderen müssen darum kämpfen und der Mann kauft ihr das dann halt. Und deswegen ist sie irgendwie ganz schön verhasst auf diesem Rettungsboot. Und dann geht es halt darum, dass die nicht so schnell gefunden werden wie die von der Titanic, sondern dass die dann auch mehrere Tage auf dem Ozean, hier ist das Boot, auf dem Ozean so halt rumschiffern und die ja, Vorräte dann auch knapp werden, weil da glaube ich viel mehr im Rettungsboot drin sind, als eigentlich Vorräte für Leute vorgesehen waren. Und naja, dann muss halt auch glaube ich täglich oder so entschieden werden, dass jetzt auch irgendwer geht oder sowas, glaube ich. Je länger das Warten auf Hilfe dauert, desto erbitterter wird der Kampf. Wird darum gerungen, wer an Bord die Befehle geben darf und wer das Boot verlassen muss. Ja, und so viel ist denn dazu. Dann habe ich noch gelesen, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber ich habe es eigentlich in der Amazon-Beschreibung, glaube ich, gelesen, dass sie dann letztendlich... Nein, ich glaube, das ist ein Spoiler. Das sage ich euch nicht. Das weiß ich und das reicht mir aus. Auf jeden Fall hört sich das sehr interessant an. Und, ja... Hört sich sehr interessant an. So, ich kann euch jetzt an meinem nächsten Buch zeigen, dass das Buch irgendwie ganz schön klein ist. Das ist... Es kommt irgendwie nicht so gut, wenn die so nebeneinander stehen. Naja, irgendwie ist das so komisch. So. Das hat so ein komisches Format. Das ist, glaube ich, größer als ein Taschenbuch, aber kleiner als ein Hardcover. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Naja, also das nächste Buch ist Das Licht zwischen den Meeren von M.L. Stedman. Dazu habe ich mir gestern noch die Rezension angeguckt von Michi. Und die fand ich sehr gut. Die kann ich euch ja unten verlinken, wenn ich dran denke. Und ja, das Buch, das habe ich schon im Auge gehabt, seitdem Sarah von The Sarah Story, ich erwähne sie in letzter Zeit relativ oft in meinen Videos, ne? Seitdem sie da mal das Rezensionsexemplar von bekommen hat. Und ja, das Cover fand ich einfach grandios. Das ist so schön und ihr seht das wahrscheinlich nicht so gut, aber hier müsst ihr mal gucken. Das hier ist sozusagen... Gemälde gemalt und hier ist dann noch so der Rohbau von der Zeichnung, nenne ich das jetzt mal. Hier noch so mit Bleistift und so. Und hier ist dann das Blatt so gerissen und dann fängt es hier halt so farbig an und hier ist es noch so. Und hier ist es dann auch so ähnlich, aber hier ist ja dann nicht wirklich was. Hier unten ist noch das Meer gezeichnet mit einem Boot. Und ja, das Cover hat mich allein schon überzeugt und ja, als ich den Klappentext gelesen habe, war ich ja sowieso schon hin und weg. Es geht in diesem Buch darum, dass Isabel und Tom zusammen auf einer, ich sage immer einsamen Insel, aber sie sind auf einer Insel, auf der ein Leuchtturm steht und müssen den Leuchtturm warten. Also warten. Nicht, sie müssen auf den Leuchtturm warten, sondern sie müssen den Leuchtturm warten. Also müssen dafür sorgen, dass alles funktioniert und all sowas. Und sie führen eigentlich, glaube ich, eine glückliche Beziehung. Das einzige Problem an der ganzen Sache ist leider nur, dass sie keine Kinder kriegen können, weil, also, so genau steht das hier nicht, aber Michi hat in seiner Rezension gesagt, dass sie schon viele Fehlgeburten hat. Ich habe gedacht, dass sie gar nicht fruchtbar ist, aber sie, also es funktioniert halt irgendwie nicht. Sie kann keine Kinder gebären, sie hatte bis jetzt wohl, wie gesagt, nur Fehlgeburten. Und das ist natürlich schon irgendwie schade, wenn die beiden Kinder haben wollen. Also ich will niemals Kinder haben, aber wenn man dann Kinder haben möchte und das nicht funktioniert, dann ist es schon nicht so toll. Und naja, dann wird eines Tages
ein Boot herangespült mit einer Leiche eines Mannes drin und einem Baby. Das Baby ist aber noch nicht tot. Und Tom will das gleich der Küstenwache melden und oh mein Gott, und hier ist ein Boot und ein toter Mann und ein Baby und das muss irgendwo hin. Aber Isabel denkt weiter, sage ich jetzt mal, und denkt sich gleich, gut, okay, der Vater ist jetzt tot. Wer weiß, ob da noch restliche Familie ist. Und naja, sie nimmt das Kind dann irgendwie schon an sich und überzeugt, glaube ich, Tom dann auch letztendlich davon, das Baby zu behalten. Sie ziehen das Baby groß, also was heißt groß, die bleiben nur 2 Jahre da. Also ziehen sie es, ich weiß ja nicht, wie alt das Baby ist, aber ich denke mal, es ist Baby-Baby-Alter. Also es ist 2 oder 3 Jahre alt, wenn sie wieder zurück auf dem Festland sind. Und dann merken sie halt, dass ihre Entscheidung ganz schön das Leben anderer Leute zerstört hat. Und ich weiß nicht genau inwiefern, aber ich habe schon überlegt, vielleicht ist das Baby ja ein berühmtes Baby und es wurde ganz viel Geld darauf gesetzt, es zu finden und Suchaktionen wurden gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Jumanji kennt, aber da geht es ja auch darum, der Junge verschwindet in diesem Jumanji-Spiel und der Vater, der relativ reich ist, gibt dann sein ganzes Geld aus, um seinen Sohn zu finden und naja, er kommt dann wieder zurück und seine Eltern sind tot und sein Vermögen ist weg und bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich gedacht, könnte das vielleicht sowas sein oder halt generell eine Mutter, die ihr Baby verloren hat, ist natürlich schlimm genug. Ja, und hier der Guardian berichtet, was für ein außergewöhnliches und unvergessliches Buch. Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr zu lesen und das Cover ist einfach grandios. So, und dann kommen wir auch zum letzten Buch wieder. Ja, ein Hardcover und ein Buch, bei dem ich gar nicht gedacht habe, dass es mir gefallen könnte. Weil ich nicht so wirklich, also ich kann auch nicht einordnen, was das für ein Genre ist. Aber naja, es ist halt nicht Thriller und so, was ich sonst so lese. Ich weiß nicht, Liebesgeschichte ist es auch nicht. Sagt mir mal, was das für ein Genre ist, wenn ihr das wisst. Das ist nämlich Der Traumsammler von Khaled Hosseini. Ja. Und ist gerade aufgefallen, die beiden Bücher habt ihr schon gesehen in irgendeinem letzten Video, die habe ich euch kurz gezeigt, ne? Nehme ich jetzt trotzdem nochmal hier rein. Ja, also das ist Der Traumsammler von Khaled Hosseini. Nicht knicken. Und ja, mit Spiegelfolie wollte ich gerade sagen, ihr seht hier mein Fenster. Ein wunderschönes Cover, finde ich, gut gemacht. Irgendwie, also ich mag es ja eigentlich nicht so, wenn Menschen hier vorne drauf sind, aber die sind ja nur so ange. Also sind ja sozusagen so, wie sagt man, das sind keine Schatten, aber es sind so, naja, ihr wisst schon. Und ja, auf jeden Fall ein wunderschönes Cover. Und es geht in diesem Buch, glaube ich, um. Ich lese euch gleich meinen Klappentext vor. Ich habe nämlich die ersten paar Kapitel gelesen oder so. Oder auch nur das erste Kapitel. Und im ersten Kapitel erzählt. Ich glaube, der Vater von den beiden Geschwistern hier vorne, eine Geschichte. Und die Geschichte fand ich war total gut erzählt und ich fand das total schön und so. Und ich wusste zwar, dass diese Geschichte ja nicht die Geschichte des Buches ist, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, wollte ich das halt unbedingt haben. Und dann habe ich es mir auch gekauft, auch wenn ich noch nicht so genau weiß. Eigentlich ist das ja nicht so mein Genre. Ich lese euch das trotzdem mal vor. Also. Khaled Hosseini erzählt die bewegende Geschichte zweier Geschichten. Khaled Hosseini erzählt die bewegende Geschichte zweier Geschwister aus einem kleinen afghanischen Dorf. Pari ist 3 Jahre alt, ihr Bruder Abdullah 10, als der Vater sie auf einem Fußmarsch quer durch die Wüste nach Kabul bringt. Doch am Ende der Reise wartet nicht das Paradies, sondern die herzzerreißende Trennung der beiden Geschwister, die ihr Leben für immer verändern wird. Ein großer Roman, der uns einmal um die Welt führt und in einer sehr emotionalen Intensität und Erzählkunst neue Maßstäbe setzt. Fesselnder, reicher, persönlicher als je zuvor. Und die New York Times sagt, Hosseinis reifster und emotional packendster Roman. Ein Geschichtenerzähler alter Schule. Und die Welt sagt noch, bewegender als Drachenläufer, das Beste, was Khaled Hosseini bisher geschrieben hat. Ja, Khaled Hosseini hat bis jetzt Drachenläufer und Tausend Strahlen der Sonne geschrieben. Das steht hier oben vorne drauf. Und ja. Ja, da müssen wir dann mal gucken, ne, ob mir das so gefällt. Aber eigentlich, also ich fand das einfach, er hat das, die Geschichte sehr, sehr gut erzählt. Die Geschichte, die er halt am Anfang erzählt hat. Und deswegen fand ich das einfach so toll und musste das haben. Und ja. Eigentlich bin ich sehr froh, wenn meine Neuzugänge. Bereuen tue ich nichts. Ja. Das waren dann auch schon meine Neuzugänge. Achso, ich weiß nicht, ob ich das hier noch zeigen soll.
Es ist kein Buch, aber ich habe bei einem Gewinnspiel gewonnen von Christelle. Und da habe ich dieses wunderschöne Schmucklesezeichen gewonnen. Ich kann euch das ja mal näher in die Kamera halten. Also hier. Ja, ihr seht das gut, ne? Spiegelt. Oh, also hier so. Das, was ihr nicht seht, weil meine Kamera gerade keinen Autofokus machen will. Hier sind so Rosen drin, reingeschnitzt, wollte ich gerade sagen. So reinge. Ne? Und so. Das hier sind so grüne Kugeln, auf denen so auch was Schwarzes drauf ist. Boah, ja, also so mit schwarzen Fäden durchzogen, sag ich jetzt mal. Und hier unten, das ist ein Vogel, der in einem Springbrunnen sitzt. Also es ist sehr schön. Ich habe ja schon mal überlegt, mir so ein Lesezeichen zu kaufen. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, naja, das kannst du ja irgendwie nicht mit in die Schule nehmen, weil das geht ja dann kaputt und das willst du ja nicht. Aber das kann ich ja jetzt immer für zu Hause benutzen und ich habe auch jetzt verstanden, wie das funktioniert. Ich wusste das vorher nicht, deswegen zeige ich euch das jetzt nochmal. Obwohl das eigentlich relativ logisch ist, ne? Also das hier kommt in das Buch rein und das andere hängt dann halt aus dem Buch raus. So, warte. So. Und dann sieht es wunderschön aus. Da kann man es irgendwo rumliegen haben. Auch wenn ich irgendwie die ganze Zeit Angst habe, wenn ich das in irgendein Buch mache, dass es dann kaputt geht. Aber naja, an dieser Stelle nochmal Danke an dich, Christel. Und ja, das waren dann jetzt aber endgültig meine neuen Zugänge. Also ich habe mir auch noch, beziehungsweise eine Freundin hat mir ein Buch ausgeliehen, was sie sich aus der Bibel ausgeliehen hat, wo ich mir aber nicht so ganz sicher bin, ob ich das noch lese. Und auch nicht so genau weiß, worum es geht. Das liegt irgendwo hier. Soll ich euch das trotzdem nochmal zeigen? Es ist Finding Sky von Joss Stirling. Das ist der erste Band aus, ich weiß nicht wie vielen. Und ich glaube, da geht es irgendwie darum, dass er ihre Gedanken lesen kann oder so. Also so wirklich viel weiß ich über das Buch noch nicht. Meine Freundin hat nur gesagt, ja, hier, lies mal. Und dann, ja, okay, ich versuche mal, ob ich Zeit finde. Aber weil das halt irgendwie nicht so mein Genre ist, weil ich das, glaube ich, auch ein bisschen um Liebesgeschichte geht und so, weiß ich nicht, vor allem, wenn ich jetzt noch so viele tolle andere Bücher habe, ob ich das jetzt demnächst lese. Und sie muss das ja dann auch irgendwann wieder abgeben. Also muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt lese. Aber naja, das sind jetzt aber endgültig meine Neuzugänge. Ich rede schon viel zu lange, deswegen gucke ich auch die ganze Zeit da auf die Uhr. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht könnt ihr mir ein bisschen mehr zu meinen Neuzugängen sagen, falls ihr noch was wisst, falls ihr sie schon gelesen habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!